Sag es niemand, nur den Weisen, weil die Menge gleich verhöhnet. Das Lebendige will ich preisen, das nach Flammentod sich sehnet. In der Liebesnächte Kühlung, die dich zeugte, wo du zeugtest, überfällt dich fremde Fühlung, wenn die stille Kerze leuchtet. Nicht mehr bleibest du umfangen in der Finsternis Beschattung und dich reißet neu Verlangen auf zu höherer Begattung. Keine Ferne macht dich schwierig, kommst geflogen und gebannt, und zuletzt des Lichts begierig, bist du Schmetterling verbrannt. Und solang du das nicht hast, dieses Stirb und werde, bist du nur ein trüber Gast auf der dunklen Erde. Sehr verehrte Zuschauer, ich begrüße Sie herzlich zu einer weiteren Sendung von Islam im Brennpunkt. Der Titel dieses soeben vorgetragenen Gedichts lautet Selige Sehnsucht und ist von Johann Wolfgang von Goethe verfasst und stammt aus einer Zeit, in der Goethe sich intensiv mit dem Islam auseinandergesetzt hat. Was genau mit der Metapher des Schmetterlings, das zum Licht strebt, gemeint ist, wird sich im Laufe der Sendung klären. Um dies und weitere Aspekte der islamischen Mystik zu analysieren, haben wir heute zu Gast Herrn Luqman Majuka, der Islamwissenschaftler ist. Herzlich willkommen. Es gibt viele mystische Richtungen. Mystik an sich ist ein Thema in vielen Religionen, sei es Judentum, Christentum, Hinduismus sogar. Und man spricht oft sogar von Erfahrungen mit Gott. Wir wollen heute über die Mystik im Islam sprechen. Wie kann man die vielleicht voneinander abtrennen, abgrenzen, oder gibt es da Unterschiede? Von der Idee her gibt es, glaube ich, keine Unterschiede in der Mystik, egal in welcher Religion es sei. In der Mystik geht es letztendlich darum, dass der Mensch Gott findet, Gottes Erfahrung macht und seine Liebe ihn sozusagen umhüllt. Und dies ist ein Gedanke, was im Prinzip in jeder Religion zu finden ist. Im Islam vielleicht ist die mystische Tradition viel stärker als in anderen Religionen. Das kann man vielleicht sagen. Aber das wäre vielleicht jetzt so ein bisschen die Abgrenzung zu den anderen Religionen. Aber wie sieht es jetzt aus mit dem heutigen orthodoxen Islam? Kann man da vielleicht Abgrenzungen sehen? Gibt es sozusagen was ganz Separates? In der heutigen Zeit zum Teil, würde ich sagen, weil die mystischen Bewegungen haben auch jetzt bestimmte Entwicklungen durchnommen, die nicht immer mit den Mystikern in der Zeit vielleicht was zu tun haben. Also mit der Zeit haben sich bestimmte Orden, Bewegungen gegründet, die auch vieles hinzugefügt haben, was der Gründer oder der erste Lehrer vielleicht so nicht gemacht hat. Also deswegen wird Mystik meistens mit Tanzen und mit Musik und mit einer unorthodoxen Art und Weise des Lebens vielleicht oder unorthodoxe religiöse Überzeugung gleichgesetzt. Kreisende Derwische und diese Dinge, ganz genau, kommen wir gleich als erstes in den ganz Sinn. Ganz genau. Und deswegen kann man sagen, der heutige orthodoxe Islam würde das natürlich ablehnen als etwas Unislamisches, als Bid'a, als Erneuerung, was in dem Leben des Propheten und seiner Gefährten nicht zu finden ist. Ja, aber wie kann man das aussehen? Also das ist ja einerseits sozusagen die Wahrnehmung der orthodoxen Muslime, aber inwieweit ist das konform mit Koran, Sunna, Hadith? Also Mystik ist ein Bestand der Religion. Was ist Mystik? Mystik heißt ja nichts anderes als Erkenntnis Gottes zu besitzen, auf diesem Weg der Erkenntnis zu gehen. Und Razali zum Beispiel, ein sehr, sehr bekannter Gelehrter im Islam, hat gesagt, dass jeder Prophet ein Mystiker ist. Das sind die größten Mystiker sogar. Das heißt, jeder Prophet ist jemand, der Gott selbst erfahren hat, der selbst Gottes Erkenntnis besitzt und der eigentlich seinen Anhängern nichts anderes lehrt, als auf diesen Weg zu gehen und Gottes Erkenntnis zu erlangen. Das heißt, Religion
ist immer mystisch und Religion muss mystisch sein. Es sind keine zwei separaten Identitäten. Okay, man kann geschichtlich vielleicht sagen, dass die jetzige mystischen Bewegungen als Reaktion auf bestimmte Handlungsweisen bestimmter Gelehrter vielleicht noch stärker in den Vordergrund getreten sind. Aber in der Zeit des Propheten sieht man auch, dass er selbst oder im Koran gibt es so viele Verse, die eigentlich nichts anderes als von der Mystik sprechen. Hm. Aber wie kann man das Sufitum sehen jetzt auch vom, vom Mainstream-Islam aus? Koran und Hadith und also sozusagen die Aussprüche des Propheten, die Sunna, die Praxis und das Gebet an sich. Welche Rolle spielen diese im Sufitum? Die Mystiker haben sich immer auf den Koran, auf den Hadith, auf der Sunna des Propheten berufen. Also die ersten Mystiker, wenn wir ganz früh gehen, man sagt, die ersten Mystiker waren die Gefährten des Propheten. In der Zeit des Propheten, es gab in der Moschee des Propheten ein Podest, Ashab al-Suffa, die Leute vom Podest, das waren die ersten Mystiker, die Tag und Nacht in die Moschee geblieben sind, deren Aufgabe es war, sich in Gebeten zu vertiefen, den Propheten zuzuhören, seine Gesellschaft zu suchen. Und es gibt einige, die sagen, das Wort, also Sufi, also was islamisch oder Tasawwuf, was eigentlich in der islamischen Terminologie die Mystik bezeichnet, eigentlich von Ashab al-Suffa kommt. Aber Sufi oder Suf heißt auch, kommt von dem Wort Reinheit. Das heißt, der Prophet war ein Mystiker, seine Gefährten waren Mystiker und danach die Zeit, würde man sagen, in den ersten Jahrhunderten, als es gewisse orthodoxe oder engstirnige Leute gab, die sehr die Form betont haben, dass ein langes Bart und so, ich weiß nicht, das Gebet richtig zu verrichten, nur auf die Form so sehr fixiert waren, dass sie den Sinn der Religion vergessen hatten, dass da Menschen dann gekommen sind und gesagt haben, der wahre Sinn der Religion besteht darin, die Liebe Gottes zu erlangen. Hm. Deswegen haben sie diesen Aspekt betont und deswegen sieht man da vielleicht zwei Bewegungen, wobei beide nicht aus demselben Kern kommen. Ja. Es wird das Beispiel vom Ei gegeben, dass das Ei ohne die Schale nichts ist. Also der Inhalt vom Ei ist ohne die Schale nichts. Und umgekehrt auch nicht. Eine leere Schale ist auch nichts. Erst die beiden zusammen ergeben das vollkommene Gesamtbild. Aber ich meine, da ist ja in den vielen Köpfen eine Trennung, strikte Trennung zwischen Sufismus und allgemeinen orthodoxen Islam besteht. Die Gegenfrage, die sich dabei auftun würde, ist, inwieweit lehnt orthodoxer Islam sufistische oder mystische Praktiken ab? Also, also richtigerweise oder also, falscherweise, wie auch was immer. Was ist orthodoxer Islam, würde meine Frage dann sein. Also es gibt natürlich in den orthodoxen Islam auch verschiedene Richtungen. Es gibt bestimmte Richtungen, die selbst sufisch geprägt sind, die selbst sich auf bestimmte Mystiker berufen. Aber es gibt dann bestimmte Formungen oder zum Beispiel Tanz ist so eine Sache, wo viele Gelehrte sagen würden, das ist etwas Unislamisches. Oder es ist nicht in der Tradition oder in der Sunna des Propheten zu finden. Der Prophet hat nicht getanzt, also einen Kreis gedreht und die Gefährten haben es nicht gemacht. Und das ist eine Neuentwicklung, eine Bid'ah, eine Erneuerung, die reingekommen ist und die ist abzulehnen. Hm. Oder Musik, also mit Musik in eine Trance zu kommen etc. Das sind so Praktiken, die dann vom Orthodoxie mehr oder weniger abgelehnt werden. Ja, yeah. Aber sie hindern nicht ihre Mitglieder daran, spirituell zu werden in dieser Form? Nein, ich glaube nicht. Wie gesagt, Spiritualität ist der Sinn und Zweck einer Religion. Und jeder würde auf jeden Fall sagen, dass der Gläubige sich durch Übungen oder durch ständige Weiterentwicklung sich spirituell machen soll, spiritueller werden soll. Und das würde, glaube ich, jeder so zustimmen. Ja, also wir haben jetzt schon mitbekommen, dass der Ursprung der Mystik vor allem auch in dem Begründer selbst liegt, also im Urislam. Nun, es gibt aber auch weitere Probleme mit dem Sufismus.
Zum Beispiel das Gottesverständnis. Das ist ja, so Aussagen wie ich bin Gott oder solche Dinge, die provozieren. Ist die Frage, wie ist das Gottesverständnis genau und ja, also wie ist dieses ganze Konzept, um Gott zu verstehen? Es ist im Prinzip nichts anderes, was im Koran oder was der Prophet auch gelehrt hat. Also die Sufis, die Mystiker haben sich auch immer auf dem Koran und auf die Aussagen des Propheten berufen. Was den Begriff angeht, dass ein Sufi, ein Mystiker gesagt hat, ich bin die Wahrheit, eigentlich Analhaq. Yeah. Das war Hallaj, der dafür letztendlich auch dann verfolgt wurde. Okay. Das ist ein Ausdruck, das heißt nicht, dass er sich selbst zum Gott erklärt hat, sondern ein Ausdruck der Liebe zu Gott. Es ist, man vergeht eigentlich oder man schwindet in der Liebe, löst sich auf in der Liebe Gottes so sehr, dass die eigene Person nicht mehr besteht, das eigene Ego nicht mehr existent ist. Und in diesem Zustand hat es zum Beispiel einmal Razali in seinem Buch geschrieben. Er schreibt dann ein kleines Gedicht. Er sagt, das Glas wurde dünn, der Wein wurde klar. Sie wurden sich ähnlich, man ward kaum gewahr, ob es Wein oder Glas ohne Wein war. Das heißt, man hat so sehr sich in Gottes Eigenschaften verloren, dass das eigene Ego verschwindet. Und in dem Ekstasezustand ruft er dann, ich bin die Wahrheit, Al-Haq. Was heißt dieses Verlieren sich in Gottes Eigenschaft? Was bedeutet das praktisch? Praktisch bedeutet das, dass der Mystiker sein Leben so sehr auf Gott ausrichtet, dass er die Liebe zu Gott so sehr sucht, dass er versucht, der Diener Gottes, der vollkommene Diener Gottes zu sein, dass alle seine Wünsche, alle seine Handlungen eigentlich nur darauf ausgerichtet sind, was sein Herr, sein Geliebter, also Gott, von ihm verlangt. Und seine eigene Person spielt dabei keine Rolle. Und das ist der höchste Zustand der Liebe. Und in diesem Zustand, oder fast Rauschzustand eigentlich, ist das eigene Sein nicht wichtig. Okay. Gott als Ursprung allens, Gott, von dem alles abhängt, von dem auch, weil wegen Gott, also würde ein mystischer Mensch argumentieren, wegen Gott besteht alles. Die Schöpfung besteht nur wegen Gott. Deswegen ist er das Ziel und ich versuche, ihn zu erreichen, in seiner Liebe aufzugehen. Und wenn ich das erreicht habe, dann habe ich meinen Lebenszweck erfüllt. Und das ist das, was im Koran, im Heiligen Koran in einem Vers heißt. Und ich habe die Dschinn und die Menschen nur deswegen erschaffen, dass sie mich anbeten, ja? Dass sie meine Diener sind. Aber was passiert denn mit dem Menschen in diesem Prozess? Es scheint ja ein Prozess zu sein, sich in Gott zu verlieren, wie Sie es jetzt gerade dargestellt haben. Ja, es ist ein Prozess, in dem der Mensch natürlich in erster Stelle mit sich selbst kämpft. Ja? Er muss auf jedem Schritt überprüfen, was seine egoistischen, ob seine Handlungen egoistischer Natur sind, ob er davon sich selbst irgendwie profilieren möchte, sich selbst zur Schau darstellen möchte, oder ob er letztendlich das Wohlgefallen Gottes eigentlich erreichen möchte. Und sich auch trennt von der Welt, also Entsagung der Welt, nicht in dem Sinne, Islam sagt nicht, man soll sich ganz der Welt den Rücken kehren und in die Wüste gehen, sondern man soll schon auch seine Pflichten gegenüber den Mitmenschen auch erfüllen. Aber dennoch niemals aus den Augen verlieren, dass das wahre Sinn des Lebens darin liegt, Gott zu erreichen und in seiner Liebe aufzugehen, wie es im Koran, in diesem Vers, den ich genannt habe, besagt wird. Ja, inwieweit ist das vielleicht mit dem Mönchstum im Christentum zu vergleichen oder im Buddhismus? Nee, es ist in dem Sinne nicht zu vergleichen, weil Mystiker waren alle, hatten auch Familien verheiratet, also Razali zum Beispiel, ein bekannter Mystiker. Der war in einer sehr guten Stellung eigentlich. Der war ein Professor an der Universität in Bagdad, als er diesen Weg gegangen ist. Und er hat zu keiner Zeit gesagt, ich lasse meine Familie jetzt weg oder ich erfülle die Rechte meiner Familie nicht. Aber es ist eine Lebenseinstellung, Lebens- oder Haltung auch, wo ich sage, zwar bin ich in dieser Welt, aber mein Ziel
ist Gott und ich bin in dieser Welt, um dieses Ziel näher zu kommen. Ja, also man sieht, Askese ist stark verbunden mit Sufismus. Ja, können Sie vielleicht ein paar mehr Beispiele über die Lebensweise dieser Menschen sagen? Weil es hört sich ja schon so eine rebellische Form von Lebensweise an, weil man entsagt sich dem Materialismus hat sozusagen nur einen Fokus. Obwohl die Gesellschaft drumherum vielleicht anders denkt, und das war wahrscheinlich auch der Fall, sind sie anders. Also wie hat sich das auf ihr Leben ausgewirkt? Also die sind anders in dem Sinne, dass sie dem Materialismus nicht verfallen. Also wie gesagt, dass der größte Mystiker, der größte aller Mystiker, der die Erkenntnis besessen hat von Gott, war der Prophet selbst. Wie hat der Prophet gelebt? Also der Prophet hat zwar alle weltlichen Pflichten auch erfüllt, aber letztendlich, wir sehen, wenn es Nacht wurde, dass er, im Koran heißt das, dass er den Drittel oder die Hälfte oder noch mehr der Nacht im Gebet verbracht hat. Das heißt, die Liebe ist etwas, und das ist auch etwas Menschliches, also gefühlmäßig etwas. Die Liebe ist etwas, was einen vollkommen auch überfällt, ja? Dass der Mensch davon so in einem Rauschzustand ist, dass die Welt drumherum ihm egal wird. Und der Prophet, sehen wir, gibt es Überlieferungen, dass er nächtelang gebetet hat und geweint hat. Und als er im Sterbebett lag, hat er seinen Finger nach oben gehoben und gesagt, ich gehe zum höchsten Freund. Das heißt, niemals aus den Augen verloren, trotz dieser Welt, dass letztendlich Gott das Ziel ist. Und die Mystiker sind genau diesen Weg gegangen. Sie haben sich von dieser Welt entsagt, in dem Sinne, dass sie den Menschen immer wieder erklärt haben, dass das Lebenssinn darin besteht, die Liebe Gottes aufzugehen. Und es gibt ein sehr bekanntes Beispiel von einer Frau in der Frühzeit des Islams, die eine sehr bekannte Mystikerin ist, die Rabia Basaria, die Rabia von Basra. Sie hat zum Beispiel einmal in einer Hand eine Fackel und in der anderen Hand einen Wassereimer gehabt und ist die Straßen gegangen und jemand hat gefragt, warum? Was willst du damit machen? Sie sagte, mit der Fackel möchte ich das Paradies anzünden und mit dem Wasser möchte ich die Hölle auslöschen. Okay. Und das war natürlich für die Menschen etwas erstaunlich. Was meinst du damit? Sie meinte, also ich möchte nicht ins Paradies kommen, weil ich die Gnaden oder die Gaben oder die Freuden des Paradieses genießen möchte. Und ich möchte nicht in die Hölle kommen, weil ich Angst vor dem Feuer der Hölle habe. Ich möchte ins Paradies kommen, weil nur wenn es die Liebe Gottes verlangt. Okay. Und ich möchte mich von der Hölle fernhalten, weil es die Liebe Gottes von mir verlangt. Also es ist nicht das Feuer, was mich Angst macht. Und es ist nicht die Gnaden und die Geschenke und die Freuden des Paradieses, die meine Intention sind, sondern die Liebe Gottes ist meine Intention. Also das ist so ein kleiner Einblick eigentlich in Lebenshaltung. Und Sie haben sehr viel in Metaphern gesprochen, die Menschen eigentlich versucht zu sagen, dass man dieses Innere, was in der arabischen oder islamischen Terminologie das Batin genannt wird, okay, das Verborgene, auch Batin ist auch das Bauch, das Verborgene, das soll man versuchen zu erlangen. Und je weiter man sich in der Spiritualität weiterentwickelt, desto mehr erfährt der Mensch von diesen verborgenen Lehren und Schönheiten, auch im Koran, aber auch im Islam. Also was sich herauskristallisiert, ist doch so eine Art unendliche Konzentration der Liebe auf einen Punkt. Auf Gott. Gott, ja. Auf Gott, ja. in dem Moment. Nun praktisch gesprochen, der Mensch liebt in der Gesellschaft auch andere Dinge. Also man hört ja auch von Sufis aus dem Mittelalter oder wie auch immer aus vorigen Zeiten, dass sie, keine Ahnung, keinen Schmerz empfunden haben oder einfach teilnahmslos gesessen haben, gesellschaftlich partizipiert haben. Inwieweit ist das sozusagen einerseits islamisch, aus islamischer Perspektive zu sehen, andererseits, wie ist es in der heutigen Zeit, Sufismus zu sehen? Also wie kann man das auf die heutige Zeit beziehen, praktisch? Also es gab
verschiedene Leute, die verschiedene vielleicht Ansätze dieser mystischen Lebensart, sage ich mal, aufgegriffen haben. Es gab Leute, die sich zurückgezogen haben aus der Welt. Es gab Leute, die in der Welt gelebt haben. Sayyid Abdulqadir Jilani ist einer der bekanntesten auch Mystiker im heutigen Irak gewesen. Er hat ganz normal gelebt, aber es ist die Einstellung. Es ist im Prinzip, ob ich mich in die Einöde zurückziehe, dann ist es Versuchung natürlich weniger. Ja? Ob das jetzt ein besserer Weg ist oder wenn ich in der Welt bin und dennoch mich anstrenge, Gott zu erreichen, ob das nicht der schwierige, aber auch der bessere Weg ist, Gott zu erreichen. Daher ist diese Ansetzung auf dem heutigen Leben, kann man auf jeden Fall, also ich würde da das Beispiel des Gründers der Ahmadiyya Muslim Jamaat nennen, der gesagt hat zum Beispiel, dass Islam aus zwei Kernen besteht. Einmal die Pflichten gegenüber Gott zu erfüllen und zweitens gütig und barmherzig mit der Schöpfung Gottes umzugehen. Hm. Wenn die Menschen in der heutigen Zeit in ihrem Leben, in ihrem Alltag das aufgreifen, dann handeln sie auf einer mystischen Art und Weise, also folgen sie genau dieser Mystik, die im Islam eigentlich auch fest Bestand hat. Ja. Dann bleibt doch einfach nur noch die Frage, jetzt kommen wir relativ zum Ende unserer Sendung, die Zeit vergeht schnell hier bei Islam im Brennpunkt. Wie haben eigentlich Sufis, Menschen, die mit Gott Kontakt gehabt haben über die Zeit, über diese lange Zeitspanne auch nach dem Propheten, wie haben sie ihre Mitmenschen gesehen? Das wäre doch mal ein entscheidender Beitrag. So, also, wie sieht man die Menschheit, wenn man auf einem relativ hohen spirituellen Status ist? Einmal muss ich noch sagen, also der Weg des Mystikers ist nicht etwas, was, also das ist das Ziel eines jeden Gläubigen. Also müsste eigentlich ein Ziel des jedes Gläubigen sein. Okay. Es ist nicht, dass es besondere Menschen sind, die, die etwas erreicht haben, was die anderen nicht erreichen können, sondern das ist der Weg eines jeden Gläubigen, der sagt, dass ich an Gott und den Propheten glaube. Er müsste eigentlich diesen Weg lang gehen und versuchen, das zu erreichen. Wie haben die Mystiker die Menschen? Sie haben in den Menschen an erster Stelle Geschöpfe Gottes gesehen. Und wie Gott barmherzig ist in seinen Eigenschaften, also man versucht ja die Eigenschaften Gottes aufzunehmen, so zu sein wie der Geliebte. Wenn er, also in der Welt ist es auch so, wenn ich jemanden liebe und der mag etwas oder zieht etwas Besonderes an, dann versuche ich das nachzuahmen in seiner Liebe. Und die Mystiker versuchen also, die Propheten nachzuahmen, weil sie von Gott gesandt wurden und Gottes Eigenschaften nachzuahmen. Und Gott ist gnädig, barmherzig. Das heißt, die Mystiker waren oder sind gütig und auch barmherzig gegenüber der Schöpfung Gottes. Das ist eine Eigenschaft, die Mystiker ganz besonders, glaube ich, auszeichnet und wo sie auch sagen, dass man so auch die Liebe Gottes schnell erlangen kann. Ja, aber in Abgrenzung zur orthodoxen Glaubensgemeinschaft ist es ja doch eher so, dass dort vielleicht diese völlige Eingehen sozusagen oder wie es jetzt auch Goethe in diesem Gedicht sagt, ist das nicht möglich? Dieses völlige sich in Verlieren, wie dieser Schmetterling, der um diese Kerze kreist und in dieser Kerze vergeht. Das müsste eigentlich möglich sein. Also das ist der Sinn und Zweck des Islams, dass man in die Liebe Gottes eingeht. Wenn einer sagt, das ist nicht möglich, dann hat er das Wesen des Islams eigentlich nicht verstanden, den Kern des Islam nicht verstanden. Der Prophet hat zum Beispiel ein sehr schönes Gebet gelehrt. Er sagte, Allahumma inni, oh Gott, ich verlange von dir deine Liebe und die Liebe derjenigen, die dich lieben. Und ich mach mir deine Liebe lieber als mein Leben, meine Familie und das kalte Wasser. Ja, kalte Wasser, weil in der Wüste das Kostbarste das kalte Wasser ist. Das heißt, er hat immer wieder Gebete gelehrt, die den Menschen eigentlich genau das aufweisen, zeigen, dass der Islam nichts anderes ist, als sich in der Liebe Gottes zu verlieren. Und er selbst hat in seinem Leben am meisten das den Menschen gezeigt. Er ist Tag und Nacht, hat er sich vor Gott, bei jeder Gelegenheit hat er Gott aufgerufen und an ihn gedacht. Ja? Und im Koran heißt es einen sehr schönen Vers und ein Gebet vom Propheten Abraham, Friede sei auf ihn, wo er sagt, mein Leben und
Mein Gebet und mein Leben, alles, also mein ganzes Dasein soll nur für Gott sein, den Herrn der Welten. Und das ist die Haltung, die auch ein Gläubiger haben sollte. Vielen Dank, Herr Majoka. Die Zeit ist leider um. Verehrte Zuschauer, wir haben einen sehr besonderen Beitrag in der Bandbreite des Islam gerade erhalten. Eine Lehre, die voller Liebe, kann man sozusagen, ist. Und auch diese Gebete, die diese Emotionen beinhalten. Es gilt, über diese Worte nachzudenken und nachzusinnen. Insbesondere im Hinblick auch auf die spirituelle Entwicklung eines jeden Gläubigens. Wenn Sie aber Fragen zu diesem Thema oder Anregungen, Kritik etc. haben, dann haben Sie die Möglichkeit, uns eine E-Mail unter brennpunkt@mth-tv.de zu senden. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, diese Sendung oder vorangegangene Sendungen unter unserem YouTube-Kanal youtube.com/islambrennpunkt nachzuschauen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, dass Sie wieder einschalten, wenn es heißt Islam im Brennpunkt.